Wir sind schon mitten in der Vorbereitung und eigentlich noch im Spiel, aber ihr seht jetzt erstmal das Intro und wir spielen gleich wieder We Were Here mit euch. Hallihallo. Hallo, willkommen zum zweiten Teil unserer Koop-Rätsel-Action mit We Were Here. Feline ist heute hier, ich bin heute hier. Und im Chat ist auch schon einiges wieder los, sehe ich. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, bei so einem schönen, hoffentlich deutschlandweiten Wetter irgendwo hinzusitzen und sich, ja, anzugucken, wie wir durch ein düsteres Gemäuer rätseln. Und Dinge sehr gut beschreiben können. Einmal ganz kurz zusammengefasst für alle, die letztes Mal nicht dabei waren, die natürlich das VOD gerne nachholen können. Aber wir spielen zusammen ein Rätsel. Jeder hat seinen eigenen Bildschirm und jeder muss dem anderen beschreiben, was er sieht, weil wir nur gemeinsam da durchkommen. Und eigentlich sind wir schon recht weit gekommen letztes Mal und gucken jetzt, sind wir nämlich ganz genau, wir können jetzt mal reingehen, an derselben Stelle, an der wir letztes Mal kläglich gescheitert sind, bevor wir, bevor unsere Zeit vorbei war. Und wir also an der nächsten Stelle kläglich gescheitert sind. So, schauen wir doch mal ins Spiel, liebe Regie. Schön. So. Also, ihr seht bei mir diesen Raum, bei dem wir letztes Mal schon waren mit dem Theater. Feline, du siehst. Ja. Ich wollte gerade noch mal das schöne Buch präsentieren mit den Symbolen, um ein bisschen PTSD zu reproduzieren. Oh, ich will hier nicht rein. Ich habe jetzt schon wieder Schiss. Stimmt. Okay, schön. Okay, ich hoffe, ihr hört da draußen auch den Ton, weil wir jetzt bei irgendeinem Theaterstück sind. Und ich glaube, am Anfang war Sinn und Zweck der Geschichte, dass ich diese Pappkarton-Dinger zu dir rüberschicke, ne? Genau. Und kannst du dich mal hinstellen und gucken, ob was bei dir ankommt? Warte mal ganz kurz. Was mir nämlich aufgefallen ist, siehst du die nur von hinten eigentlich, die Dinger? Ich sehe, ja, wahrscheinlich. Weil da waren irgendwelche Symbole drauf. Das hat ja safe irgendwas zu bedeuten. Ja. Ich spiele jetzt hier erstmal ein kurzes Grammophon und dann erscheint wieder gleich dieser schwarze Bobbel bestimmt. Ja. Weil wir hören jetzt noch mal ganz kurz, was der Dude da sagt. Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Okay. Achtung, ich spiele. Ach, genau. There once was a castle filled with life. Das war's. Das war's. Und dann düdelt er ein bisschen rum. Okay. Oh nee, Sarah, das Ding ist schon wieder da. Okay, there once was a castle filled with life. Ich hab hier. Ich will mich nicht umdrehen. Ich schätze mal, weil ich hab das Castle, das habe ich auf jeden Fall identifiziert. Bei mir sind ja hinten diese Symbole auch drauf gemalt. Genau. Ich habe einen Torbogen, da ist ein Castle drauf. Genau. Und ich habe eine Figur, da ist ein König, also eine Krone drauf. Aber ich habe auf der anderen Seite auch noch drei andere Figuren und auf der einen sind drei Menschen, die sich freuen drauf. Genau. Ich glaube nämlich, dass wir nicht alles zu dir schicken muss, dass ich nicht alles zu dir schicken muss, sondern nur das Castle und dieses Scherenschnitt-Dings mit den drei. Genau, und dann, Figuren sobald drauf. Das richtig ist, sagt er safe was anderes bei dem Grammophon. Ja. Und du hast dann noch dieses komische rote Licht, das du angemacht hast. Sag mal, wenn bei dir was ankommt. Ich will mich nicht umdrehen. Da kommt das Ding wieder näher. Okay, ich dreh mich um. Ist da. Was ist da? Ist genau im roten Licht, die Castle, also der Torbogen. Okay, und der steht richtig. Also er ist jetzt rot angeleuchtet. Ups, jetzt habe ich ihn versch... Warte. Nee, der bleibt noch. So. Ich trau mich nicht, mich umzudrehen. Ich dreh mich mal kurz um. Kommt jetzt auch was? Noch nicht. Ich hör's, da kommt der König, den brauche ich nicht, den kannst du wegtun. Dann tue ich dir den König wieder weg. Oh Gott, bei mir klimpert's, wenn das... Oh Gott, ich will mich nicht umdrehen. Kommt ja, da jetzt? Kommt was. Nein, die brauche ich auch nicht, das ist die Königin. Okay, warte mal, aber ich will mal ganz gucken, kurz gucken, wie das bei mir aussieht, wenn die weg ist. Igitt, das hat sich schon wieder das hängt wieder wie so eine verkehrte Qualle. Also, die Königin kommt wieder weg. Ja. Die bitte. Fährt auch wieder weg. Ja. So, ist sie weg? Ja. Jetzt fahre ich dir wieder was rein. Ja, brauche ich auch nicht, das ist so ein Kämpferkönig. Okay, der kommt weg. Dann müsste jetzt hoffentlich bitte... Ja, jetzt kommen Menschen. Menschen kommen. Weiter. Weiter. Stopp. So, und wenn die da sind, upsie. Ja. Nein! Ja, zurück. Warte. Dann bring ich dir. Dann drücke ich jetzt mal. Ich habe hier so einen Hebel, da steht Szene 1 drüber. Ja, ich. Oh Gott, nein! Es ist jetzt wieder weggefahren. Warte, warte, warte. Bei mir kam jetzt der Once was a castle filled with life und jetzt kommt Szene 2 steht jetzt bei mir. Kannst du das Grammophon nochmal machen? Okay, Achtung, dann mache ich das Grammophon. Achtung, mal gucken, was der gute Mensch ist. And there lived a king. His wife,
And there lived a king with his wife. Also brauchen wir jetzt die Castle. Okay, mit ist das Castle wieder weg? Ja. Okay, dann kommt das Castle wieder. Ja, noch ein Stück. Ist dieses rote Licht schon an? Bei mir weiß ich nicht. Ja, mach noch mal eins weiter. Noch eins weiter? Soll ich das Licht noch mal anmachen? Nö, jetzt ist es bei mir genau in der Mitte. Okay, dann kommt jetzt hoffentlich der König. Ja. Wie weit noch? Noch ein Stück. Geht nicht weiter. Nee. Dann muss bestimmt die Castle noch mal eins zurück. Nehme ich mal an. Zurück. Ja, und jetzt kannst du die Königin bringen. Aber jetzt steht halt nur der König drin. Naja, egal. Ja, mach mal. Wir gucken einfach mal. Kommt die Königin? Ja, kannst du noch weiter? Ich drehe. Nee, okay, dann mach mal doch mal den König bitte weiter. Geht auch nicht, glaube ich, ne? Nee. Dann mach mal die Castle noch mal eins weiter. Ja. Hm. Also jetzt habe ich hier... Das ist ja dumm. Also, ich habe hier jetzt die Königin, die steht rechts von der Castle quasi und der König steht links von der Castle. Ja. Und in der Mitte ist dieser Torbogen. Ja. Aber du kannst ja beide nicht weiter bewegen. Also, sieht das für dich nicht richtig aus? Also, die stehen quasi, also es steht quasi links der König, Mitte der Torbogen, rechts die Königin. Und die müssten beide noch einen Schritt weiter in die Mitte, dann würden sie in dieser Castle stehen, aber tun sie halt aber nicht. Aber sieht doch symmetrisch aus. Wollen wir es einfach mal probieren? Ja, mach mal. Oh Gott. Das war richtig. And there lived a king? With his wife. Der sagt mir, was er dir gesagt hat. Genau, ja. Was kommt jetzt als nächstes? Es wird schon wieder schwarz von mir. Oh Gott, Achtung. Sag mir was. Ich kann es dir nur schicken, wenn du es weißt. Was? All that happened, all was good? All were happy and all was good. All were happy and all was good. Ja. Und jetzt ist hier dieses, ich habe schon wieder einen schwarzen... Naja, dann schicke ich dir nochmal das Castle. Oder gibt's da irgendwie Leute, die feiern oder die glücklich sind oder so? Ich habe nur diese Leute, die du eben schon mal hattest. Was macht denn die Tanz... Hat die eine Königin nicht irgendwie getanzt oder so? Ich habe nur die eine Königin. Ich habe eine Königin, einen König, ich habe die Leute, ich habe den Kämpfer und den Torbogen. Fünf Dinge. Okay, ja, dann weiß ich auch nicht. And all were happy and all was good. Ja. Soll ich dir einfach alle mal schicken? Ja, mach mal. Also außer den Kämpfer vielleicht. Ja, passt. Passt? Ja. Jetzt müsste die Königin. Ja, genau. Kommen. Weiter. Passt. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt der Kämpfer oder die Leute. Ja, mach kommen. Mal. Nee, ist der Kämpfer zurück. Zurück mit dem Kämpfer. Ist er weg? Ja. Ja, jetzt kommen die Leute. Mach die einfach noch wegen weiter. Wegen weiter. Stopp, mach mal. Warte. Wir sind ja schon richtig eingespielt. Jetzt das mach läuft mal Szene. Ja. Was soll ich? Mach Szene? Ja. Ja! All were happy and all was good. Ja, okay. Achtung, was kommt bei dir? Das Viech kommt näher. Achtung, ich mach mal. Bei mir ist nichts, Gott sei Dank. Until the king killed. Ich glaube, until the king killed all he could, verstehe ich. Warte mal. Until the king killed all he could. Ja. Der verschluckt sich am Ende, aber until the king sitzt schon wieder in der ersten Reihe. Hast du den Torbogen schon? Ja. Dann kriegst du jetzt den König. Soll dann der Kämpfer dazu wohl? Ich würde einfach nur den Kämpfer dazu tun, weil er killt ja all he could. Außer sich, er muss bestimmt, der alte König muss bestimmt weg. Der alte König muss weg? Nochmal? Nochmal? Ja, und jetzt den anderen her? Ich bring dir mal den anderen. Sieht der aus wie der König, nur in kämpferisch? Genau. Ah. Und stopp. Ach so, nee, warte mal, kannst du den noch weitermachen? Ja, mach mal. Jetzt steht er unterm Torbogen. Also ich drück noch weiter geht's. Nee, dann mach mal jetzt, bitte. Dann heißt, also soll ich dir jetzt noch die Frau und die Figuren dazu bringen? Die sind doch schon noch da. Ach so, die sind noch da, Entschuldigung. Die sind das letzte Mal weggefahren. Die sind alle noch da, du kannst jetzt einfach, bitte. Das heißt, ich drück jetzt ja. Oh Gott, wenn... Sarah, das Ding... Bei mir ist alles gut, Szene 5. Bei mir ist alles schwarz. Oh Gott, Achtung. Was sagt er? Standing in blood, he proudly said. Jetzt musst du den reinbringen und das rote Licht anmachen. Safe. Mach erstmal das rote Licht an, bitte. Okay, warte. Nee, nicht den Torbo. Ja, warte. Ja. Rotes Licht an? Jetzt ja. Igitt, jetzt hängt's hier ganz vorne. Oh Gott, bitte. Okay, was brauchst du? Du brauchst den Kämpferkönig? Nee, ich glaube den normalen König, weil. Oder? Was denkst du? Stopp, der steht im roten Licht. Okay, und den Torbogen auch? Ich weiß es nicht. Ich würde den nochmal weg. Nee, ich glaube nicht. Weil er sagt ja nur in Blood.
Okay, ich mach mal. Also der Turbogen ist weg. Ja, der und der König steht im roten Licht. Okay, das heißt, ich drücke jetzt einfach mal Scene. Standing in blood, he proudly said. Okay, wir haben es geschafft. Was? Irgendeine komische Kinderstimme redet mit mir und da ist einfach ein Tor aufgegangen. Ich soll da jetzt rein. Ich gehe da jetzt in dieses Loch rein. Hauptsache dieses komische schwarze Vieh. Okay, ich gehe da rein. Hä? Hallo? Ich sehe. Ich kann da nicht rein. Warte. Ich kann da auch nicht rein. Ah, doch, mit E. Ach so. Das war ja dumm. Okay, ich bin jetzt in einem Gang und wenn ich. Hallo? Bist du da? Bist du. Hallo, ich bin hinter dir. Nicht erschrecken. Bleib doch mal stehen. Siehst du mich? Hallo? Ah, cool. Hallo. Müssen wir jetzt einen von uns opfern? Oh nö. Guck mal. Was? Das, hier ist eine Bodenplatte. Und ey, mein Bildschirm ist zu dunkel. Ich muss den gleich dann in der Pause mal herstellen. Bei mir ist eine Bodenplatte. Also hier unter uns ist eine Bodenplatte. Ja. Und das Ding ist nur offen, wenn einer stehen bleibt. Das ist ja doof. Los, Feline, geh in die Freiheit. Aber dann stehe ich ja da draußen. Und du hier drinnen. Ja, bei mir ist dann wärmer. Aber geh du mal. Soll ich einfach mal? Ja, geh mal. Tschüss. Ist hier noch irgendwas? Ist da noch eine Bodenplatte? Kannst du mich holen? Oh nein, ich habe die Errungenschaft Worst Friend Ever freigeschaltet. Ich hab Why Me. Sarah, es tut mir leid. Was there another way? Was the sacrifice necessary? Steht das bei dir auch? Ja, have you been here before? Was? We were here. Ja, gut. Ende. Nein, ich bin der schlechteste Freund aller Zeiten. Ja, Moment, aber du hast gesagt, ich soll gehen. Ich hab dich, ich hab dich in Und ich hab nicht mal nachgefragt, sondern bin einfach gegangen. Ich bin ein richtig geiler Freund. Ja, okay, dann geh ich, ciao. Ja, Leute, aber an der Stelle wäre es eigentlich vorbei, aber es gibt ja We Were Here Too. Ja. Und weil wir uns da beim ersten Mal so gut angestellt haben, dachten wir, wir machen einfach an der Stelle weiter und gucken uns den zweiten Teil an. Weil das Einzige, was ich über den weiß, ist, dass er schwerer sein soll als der erste. Und ich meine, wir haben uns ja, also das war ja total einfach. Also wir waren ja total schnell durch und haben alle Rätsel auf Anhieb verstanden und hatten eigentlich auch gar keine Probleme. Ich würde auch sagen. Deswegen spielen wir einfach den zweiten Teil, weil wir einfach so gut sind. Und eventuell habe ich mir was zum Schreiben mitgenommen, weil ich gelesen habe, vielleicht sollte man was zum Schreiben mitnehmen. Wir starten einfach mal kurz nebenher das Spiel, den zweiten Teil. Bitte, bin noch nicht so weit. Genau. Ihr im Chat seid dazu angehalten, uns zu helfen, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Aber natürlich wären immense Spoiler irgendwie doof. Und ansonsten, was soll ich erzählen? Ich hab's vermisst. Ich hab's ein bisschen vermisst. Mit dir durch diesen Bunker zu gehen und Dinge beschrieben zu kriegen. Es war auf jeden Fall wundervoll. Nur Himmelsrichtungen sind unsere Nemesis, schreibt er. Ich will ja nicht angeben, aber wir haben jetzt ja gerade innerhalb von ungefähr. Wir haben vielleicht nur 4 Anläufe gebraucht, um das mit den Himmelsrichtungen gerade noch mal richtig zu machen, weil wir da irgendwie nicht weiterspielen konnten. Und 4-mal ist eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Nö, finde ich auch. Machst du ein Spiel auf? Ich mach schnell ein Spiel auf. Mach bitte auf Deutsch. Ich stell's mal kurz auf Deutsch. Ich weiß halt nicht, ob der dir dann nur wobei, das ist ein extra Raum, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du es online machst, dass dir dann halt bevorzugt deutsche Mitspieler zugeschrieben werden, weißt du? Das kann sein, ich weiß es nicht. So. Ich habe dasselbe Passwort wie eben genommen. Okay, ich mach fein. Raum wird erstellt. Warte mal. So, Searching for Games, mal gucken. Ja, Sarah, so. Deutsch. Ich bin ein Bauer. Warte, ich konfirme kurz. Und bei mir bist du noch nicht. Ja. Und da bist du. Okay, Bauer und Herr, das Natürlich klingt doch schon wundervoll. Ich bin bereit. Aber bei mir ist jetzt wieder auf Englisch. Naja. Naja. Ach ja. Wir werden sehen, was das gibt. Ja, super. Hast du draufgeklickt? Ja. Ach, Spiel startet in 5. Jetzt sind wir auch schon wieder in-game. So schnell kann es gehen. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, zum Kommunizieren eigentlich Sprechen drücken, aber da wir beide in einem Raum sitzen, brauchen wir das ja nicht. Okay, dann schauen wir erstmal. Und jetzt erleben wir die krasse Story, die bestimmt genauso gut ist wie beim ersten Teil. Ja, spannend. Immerhin sind es jetzt 4 Leute. Und sie sind, sehen ganz anders aus, sind anders animiert. Ja. Oh, ich glaube, wir verlieren 2 auf dem Weg. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Woher wusstest du das? Hast du es etwa schon?
Das habe ich mir ganz smart erschlossen, weil wir nur zwei Leute sind. Verrückt. Oder? Verrückt. Richtig. Oh, guck mal. Das sieht doch warm sieht und gemütlich aus. Da müssen wir auf jeden Fall hingehen. Und dieses überhaupt sehr total ungefährliche rote Leuchten ist ein gutes Zeichen auch. Immer. Auch, dass die Tür jetzt wahrscheinlich einfach so zuspringt, kann ich mir vorstellen. Oh, wir müssen links und rechts, weil geradeaus ist eine Tür. Ja, das ist ja doof. Oh, natürlich. Guck. Das ist ja überraschend. Verrückt. Überraschung. So, ich habe ein Walkie-Talkie. Cool. Ich auch. Dann lass uns doch einmal. Das ist der dümmste Fehler, den du machen kannst. Lass uns einfach von Anfang an aufteilen in einem gruseligen, alten, dunklen Gemäuer. Das macht richtig viel Sinn. Das ist einfach immer die beste Idee. Aufteilen. Ja. Was sollte auch schief gehen? Kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als jetzt alleine dadurch zu warten. Ja. So. Er ist auch sehr langsam, leider. Er ist auch sehr kalt. Und er siehst du schon was anderes? Ich sehe ein Wildschwein. Es geht schon gut los, Sarah. Ich sehe kein Wildschwein. Ich weiß nicht, wo du schon wieder ein Wildschwein siehst, aber ich sehe keins. Oh, das sieht aber sehr viel hübscher aus. Als oh, okay. Also, hier sind Särge, das ist ja schon mal... Erzähl doch mal, wie hübsch es bei dir ist. Also bei mir ist es richtig hübsch. Wenn ich hier reinkomme, sieht ein bisschen aus wie so ein Dungeon in Skyrim tatsächlich. Ja. In dem die Draugr in den Särgen liegen, finde ich. Hier habe ich schon mal eine... Er läuft ultra langsam. Ich habe hier schon mal eine verschlossene Tür. Das ist schön. Und allgemein ist das ja wieder ein Riesenraum. Ich habe wieder so eine gute Frau, die so die Hände so hält. Wie als würde sie was wollen. Nee, Sarah, da ist schon wieder eine Rune. Feline, weißt du, was ich sehe? Nee. Ich sehe das Symbol mit dem Kreis, mit dem Pluszeichen drin, mit dem Kreuz. Dann das Schwänzchen dran und dieser Schlitten, aber unten ist offen. Also dieses Viereck, nur ist es nicht ganz rechtwinklig. Ich habe hier diese, also ich habe hier, oh Gott, das ist ja schon wieder riesig hier. Oh, warte mal, nee, hier ist zu, okay, so riesig ist es gar nicht. Also, ich habe auch Symbole. Und zwar habe ich Symbole über Aussparungen in der Wand. Mhm. Und in manchen dieser Aussparungen liegt ein, ich würde sagen, sein Sarg. Und manche sind leer. Okay. Das also würde mir denken zu geben, das ist richtig gutes Deutsch, dass ich vielleicht... Ah nee, warte mal, wie viele sind denn leer und in wie vielen liegt was drin? Okay, soll ich dir einfach mal ganz kurz meinen Raum beschreiben? Ich bin in meinen Raum gekommen und habe hier... Der ist eigentlich recht klein. Ja. Also es ist ein überschaubarer Raum, aber hinten ist eine Tür, die offen ist. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich da schon weiterkomme. Theoretisch könnte ich da... Ja, kommst du durch? Nee, da komme ich noch nicht durch. Okay, also der Raum ist abgegrenzt. Das ist ein Raum, in dem in der Mitte eine Art Altar steht. Mhm. Und da sind drei Runen drauf. Okay. Von links nach rechts habe ich nur drei Runen. Und wenn ich drüber fahre mit der Maus... ist dieses Interaktionssymbol. Also der Kreis geht auf. Ich könnte auf die drücken. Okay, warte mal. Drei hast du gesagt, ne? Drei Runen. Und auf der rechten Seite habe ich einen roten Schalter. Das ist wieder wie beim ersten Teil dieser Diamantenschalter quasi Hebel. Aber meiner ist rot. Aber hast du irgendwie was mit, ist da irgendwie eine Angabe für eine Reihenfolge oder sowas? Nee, ne? Nur, dass die von links nach rechts da eingeordnet sind. Wollen wir dann vielleicht einfach mal testen, dass ich dir von... Fuck, warte mal. Dass ich dir von links nach rechts einfach die Sage mit denen, in denen Sarg drin ist? Oder was es ist? Okay, beschreib's mir noch mal kurz, wie was bei dir angeordnet ist. Also, wenn ich hier reinkomme, habe ich quasi links in der Wand zwei Aussparungen. In dem einen steht ein Sarg drin und in dem anderen nicht. Mhm. Über diesen Aussparungen ist jeweils eine Tafel mit einem Symbol. Mhm. Dann kann ich die der Treppe runter. Mhm. Und dann geht es sowohl nach links und, als nach und auch nach rechts. Mhm. Und da sind jeweils zwei von diesen Aussparungen gegenüber. Und da ist auch einmal ohne Sarg und einmal mit Sarg, sowohl links als auch rechts. Okay, aber du hast keine Runen. Doch, die Runen sind auf der Tafel über dem Sarg, die Symbole. Und über dem Nicht-Sarg, über diesen Aussparungen quasi. Okay. Über diesen Erkern, Löchern in der Wand, weiß ich nicht, wie man das sonst nennen soll. Macht Sinn, wenn ich dir einmal meine drei Runen beschreibe? Ja, sag mal. Also ich habe drei Runen von links. Auf der linken Seite habe ich eine Rune, deren untere Hälfte sieht aus wie ein Pfeil nach oben. Warte. Also es ist ein Pfeil nach oben. Das ist schlecht. Ich habe nichts, das aussieht wie ein Pfeil. Es ist. Also nur die untere Hälfte sieht aus wie ein Pfeil nach oben. Auf diesem Pfeil nach oben ist ein Dreieck drauf. Und dann ist noch was wie ein langgezogenes Haar dazwischen.
Hast du sowas? Nee, ich hab nichts mit Pfeil nach oben. Okay. Oder ich bin blind. Warte mal, stopp. Es ist aber nicht das Partybändchen. Nein. Mit dem Auge, nicht das Quidditch-Durchwerfgerät. Nein. Okay. Moment. Ich habe nämlich den Partyfuchs mit dem dünnen Körper, das Quidditch-Durchwerfgerät. Nee. Vielleicht, ich habe safe auch dein Symbol und ich beschreibe es nur irgendwie anders. Dann habe ich eins, das aussieht wie ein bisschen wie eine Sanduhr. Ja. Aber wenn du dir die untere Hälfte von der Sanduhr anguckst, ja, ist es ein Pfeil nach oben, oder nicht? Es ist ein Dreieck. Mit, also es ist unten zu. Okay, meins ist nicht unten zu. Fuck. Mein zweites Symbol ist ein S. Ja, das aussieht wie so ein Ast. Es ist einfach ein langgezogenes S und es sind vier einzelne Striche drumherum. Es sieht ein bisschen aus wie ein Farn oder ein Blümchen ohne... Oh Gott. Es sieht aus wie ein Schürhaken. Es ist einfach nur ein S mit vier Strichen. Ja, meins ist nicht so richtig S-mäßig. Meins ist eher... Da fehlt noch unten, also wenn man das S von oben rechts zeichnet, fehlt bei mir quasi das letzte Ende für einen Schwung nach oben. Es hört ein bisschen eher auf. Ja, okay, es ist ein sehr langgezogenes, nach oben gezogenes S, aber es sind vier Striche drumherum. Die so nach oben zeigen? Ja, alle vier Striche sehen gleich aus, die zeigen in die gleiche Richtung. Genau. Aber wie so Pfeile nach unten quasi auf dem S. Pfeilspitze nach unten. Ich habe keine Pfeilspitzen. Nein, diese vier Teile, sind die parallel zueinander? Also sind jeweils zwei parallel zueinander? Die sind alle genau gleich angeordnet. Wenn du die übereinander legen würdest, würdest du einen Pfeil sehen. Einen Strich sehen. Okay, mein drittes Symbol hast du schon mal gesehen. Mein drittes Symbol ist der kleine Dreieck mit dem Kreuz drin, mit dem Schwänzchen und dann dem, was du immer wie ein Viereck beschrieben hast, nur dass es unten offen ist. Erinnerst du dich? Das Haus? Nee. Das ist ein Kreis mit einem kleinen... Aber ich bin so dumm. Ich bin Alter, so Sarah, dumm. Warte mal, ich bin so dumm. Wenn ich draufklicke, ändert sich's. Ich hab Räder. Ich hab Räder mit verschiedenen Symbolen. Okay. Herzlich willkommen zu Weaving einstellen. Jetzt 2. Wir fangen jetzt nochmal einfach von vorne an und tun so, als wären die letzten 10 Hallo. Minuten nicht passiert. Hi. Also, du hast 3 Symbole. Ich kann eine Reihenfolge von 3 Symbolen einstellen. Du hast 3 Symbole, ich habe 3 Särge. Dann mach bitte das erste Symbol mal zum schlanken Partyfuchs. Sag bitte, dass es geht. Ich habe keinen schlanken Partyfuchs. Fuck, okay. Mach das erste Symbol bitte zum Quidditch-Durchwerfgerät. Hab ich auch nicht. Oh nö! Okay. Warte mal, weißt du was? Mach das erste. Hast du ein Haus? Das Haus mit Zöpfen. Das habe ich auch nicht. Hast du... Also nicht auf meinem ersten... Ja, genau, bleib mal beim ersten, bitte. Hast du die Sanduhr? Nein, ich habe das, was ich dir als Sanduhr beschrieben habe. Genau, dann mach mal die Sanduhr, bitte. Aber unten ist offen bei dir, oder was? Unten ist offen und noch so ein Strich. Also die untere Hälfte sieht wirklich aus, als wäre es einfach nur ein Pfeil nach oben. Nee, Fakt, der ist bei mir zu. Kann ich hier irgendwas drücken und ich bin dumm? Das wäre auch richtig peinlich. Ich habe auf meinem zweiten Symbol... Warte mal, aber wir müssen erstmal das erste... Hast du beim ersten Symbol... Warte mal, aber ich habe auf dem zweiten habe ich sowohl die Sanduhr als auch das Quidditch-Durchwerfgerät. Ja, das ist als auch scheiße. Das Silo. Und auf meinem dritten habe ich das Haus mit Zöpfen. Mach und den Partyfuchs. Hä? Bin ich komplett bescheuert oder was? Bin ich... Okay, warte mal. Also, falls sich die Leute wundern, die den ersten Teil nicht gesehen haben, die Symbole... Schau, den ersten Teil ist es noch schlimmer. Naja, aber die Symbole haben sich bei uns jetzt schon so ein bisschen eingebrannt. Aber okay. Ich hoffe, ihr seht, was wir meinen, wenn wir sagen, der Partyfuchs. Okay, also... Das ist der Partyfuchs auf der rechten Seite bei mir, falls ihr den seht. Das grundlegende Problem ist also, dass wir beim ersten... Dass ich nichts habe an Symbolen, was du beim ersten Symbol hast. Beim ersten Knopf hast. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal, ob ich dumm bin. Ich hab den Fahnen, falls du den meinst. Mach beim ersten Symbol bitte mal den Fahnen. Hab ich. Okay, dann mach beim zweiten bitte mal das Haus mit den Zöpfen. Das ist bei mir beim dritten. Ja, dann mach's beim dritten. Hast du beim zweiten das Quidditch-Durchwerfgerät? Das eckige oder das runde? Das, wo, also oben 3 Kreise. Ja. Und dann... Ja, und wie, dann wie so ein Kerzenleuchter. Kerzenleuchter, ja, hab ich. So, mach das bitte mal. Ich drück mal E. Und es ist nichts passiert, glaube ich. Also nichts Außergewöhnliches. Ich kann gucken, ob die Tür jetzt offen ist. Scheiße. Bei mir ist auch nichts passiert. Die Tür ist verschlossen. Okay, du hattest beim ersten... Welche Symbole hast du nochmal beim ersten?
Sorry, ich muss nochmal. Also beim ersten habe ich den Farn, dann habe ich das. Die Figur, die auf dem Schiff steht, sage ich. Also ja, auf diesem Schiffchen steht. Dann habe ich eine Schildkröte. Hab ich alle nicht. Dann habe ich den Pfeil nach unten mit dem Dreieck oben drauf und dem Haar. Dann habe ich dieses, was du gesagt hast, was aussieht wie was mit Busen dran. Ja. Dieser Kelch mit. Dann habe ich wie ein Männchen, das sich freut. Also, das die Beine nach oben hat und die Arme nach oben hat. Und den Farn. Okay, das ist. Also, sorry, entweder bin ich. Übersehe ich einen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich. Oh, oh. Okay, warte mal. Einen Moment bitte, Sarah. Ich habe gerade einen kleinen Augenblick. Leute, wie geht's euch? Weil ich habe gerade gemerkt, ich kann diese Symbole hier, also da erscheint ein Kreis. Ja. Aber... Kannst du die Symbole auch verändern? Nein. Sicher? Und ja. Und auch mit der linken Maustaste nicht? Ich kann mit der linken Maustaste ranzoomen. Okay, und mit E kannst du auch nichts verändern? Also ich kann, also ich mit E, ich kann mit, ich sehe das Symbol jetzt näher, aber davon habe ich ja original gar nichts. Okay. Ja. Ja, ach so, ich dachte, ich habe jetzt hier irgendwie was Gutes gefunden. Kann ich hier. Gerade im Chat gesehen, dass das Bild ein bisschen zu dunkel ist. Ich versuche es bei mir mal heller zu machen, während du. Ach so, jetzt wollte ich es auch gerade heller machen. Dann mach ich mach's auch mal schnell heller, sorry. Brightness. Weil ich finde es auch fast ein bisschen dunkel, ehrlich gesagt. Wo hast du es denn? Bei Grafik? Bei. Da, ja, bei Grafik-Helligkeit. Brightness, so. So. Okay. Ist es besser jetzt? Chat, sagt mal Bescheid, ob es für euch hell genug ist jetzt. Ah, das ist bei mir ist jetzt Tag auf jeden Fall. Also ich finde es deutlich angenehmer. So, warte mal, kann ich hier bei der alten, kann ich auch nicht. Kann ich sprinten? Nee, kann ich hier. Dass ich so spät gemerkt habe, aber jetzt seht ihr auch was. Sorry. Jetzt sehe ich auch, ob ich was übersehen habe, weil ich blind bin, weil es zu dunkel ist. Ich sehe jetzt auch, dass meins Räder sind, die ich auswechseln kann. Ach, fuck. Shit. Oh Gott, ja, ich festgehe schon wieder los. Und da sind wir wieder bei Welche Worte kennt Feline? Ich hätte gerade fast schon wieder. Aber habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ey, Sarah, ich kann hier nichts. Es geht nicht. Ich habe nur diese dummen. It goes not. It goes not. Ich habe nur die Symbole, die ich hier. Was jetzt mal nicht spoilern, Chat. Was für Symbole hast du? Sind wir dumm? Also habt ihr alle die Lösung schon, ohne die Lösung zu sagen jetzt? Genau. Oder habt ihr sie auch nicht? Das wäre, glaube ich, mal ganz gut zu wissen. Das wäre schön, wenn ihr das mal kurz sagen könntet. Ich würde euch niemals dumm nennen, das ist äußerst nett. Ja, ja sich, kein ja, Plan. Wir sind dumm oder ist, ja, ihr wisst's. Irgendwas mit der Kerzenzahl? Nein, ihr seid dumm. Nein, ihr seid nicht dumm, wir haben keine Ahnung. Die Symbole sind schon... Drei, Kerzen sind vielleicht gut. Warte mal. Oh, mega guter Tipp. Hast mega guter Tipp. Also ich habe... Nee, doch kein guter Tipp. Entschuldigung. Ja. Ich hatte beim ersten Rätsel. Ich hatte gut. Dieser Tag wird richtig gut. Okay, jetzt hier schreibt gerade, alle Symbole sind da, die ihr braucht. Also ich habe immer noch drei nebeneinander und kann es nur einstellen. Ich ey, aber ich habe ja den, vom ersten habe ich ja gar nichts. Ich habe den dünnen Partyfuchs, ich habe das Quidditch-Durchwerfgerät, ich habe die Sanduhr, ich habe das Haus mit Zöpfen, ich habe den komischen Farn, den du sagst, ist ein S mit Pfeil, Dings das. Und der komische Farn hast du als erstes. Ja, ich finde immer noch nicht, dass es aussieht wie ein S, ehrlich gesagt, weil da fehlt der komische Farn ist bei mir auch als erstes. Der ist nicht als erstes, aber der ist halt überhaupt da. Also stell den halt schon, das ist der einzige, der irgendwie passt. Und dann habe ich, was ist das? Wie beschreibe ich das denn? Die eine tanzende Ballerina mit einem sehr langen Penis. Hätte ich auch noch im Angebot. Ich glaube, es ist dein glücklicher Mensch. Ah ja, ich verstehe, was du meinst. Okay. Siehste? So, hast du die auch? Ja. Ja. Und auf meinem dritten habe ich jetzt noch das Selo, die Sanduhr. Mach mal die Sanduhr. Ich drücke jetzt die drei. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Und es ist nichts passiert, glaube ich. Ich raste gleich aus. Okay, ich raste gleich aus. Das kann ja wohl nicht sein. Ey, wir können nicht im ersten Raum scheitern. Doch. Nein. Hast du etwas anderes erwartet? Ja. Okay. Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Wieso kann ich denn meine Symbole... Aber das Haus mit Zöpfen habe ich ja zum Beispiel auch. Ich habe auch auf dem letzten habe ich super viel von dem, was du schon gesagt hast. Da habe ich die Ballerina, da habe ich die Sanduhr. Hey, müssen wir vielleicht nur eins... Also,
Also bei mir sind übrigens, liegen halt auch Särge rum, aber die bringen ja nichts. Steht da irgendwas, hast du noch irgendwo anders irgendwelche Symbole oder irgendwelche... Ich habe nichts, wirklich nichts. Ich habe leere Wände. Ich werde so sauer, wenn was einfach so... Ich habe wirklich nur diese drei Dinger zum Einstellen. Gibt es vielleicht, dass bei den Särgen gibt es nur eine Rolle, bei der du alle drei einstellen kannst? Den Partyfuchs, die Ballerina mit dem Penis und die Sanduhr. Ist das auf einer Rolle? Die Ballerina, die Sanduhr und der Partyfuchs, ja, die sind alle auf Rolle 3. Wollen wir vielleicht einfach mal... Kannst du irgendwie die anderen deaktivieren? Geht nicht, ne? Nee. Scheiße. Der dreht auch alle drei zurück, wenn ich an dem Hebel ziehe. Okay, dann dreh doch mal. Hast du den Hebel gerade gezogen? Ja. Dann mach doch mal nur Rolle 3 jetzt. Partyfuchs? Ja. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Was kommt nach dem Partyfuchs? Auf meiner Rolle? Ja. Das kleine Kreuz, Kreis mit dem kleinen Kreuz. Dann machen wir nochmal weiter. Dran. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Dann habe ich das Haus mit Zöpfen. Dann habe ich die Ballerina. Dann habe ich das Quidditch-Durchwerfgerät mit den Kreisen. Dann habe ich die Sanduhr. Oh Mann, ey. Okay. Okay, so. Wir denken jetzt nochmal von 0 an. Ja. Es bringt nichts, weil wir sind nämlich genau bei 0. Wir haben nichts dazugelernt. Wir haben nichts. So. Wir haben noch nichts erreicht. Resette bitte mal ganz kurz das Ding. Bitte? Resette mit dem Hebel bitte mal ganz kurz. Ich glaube, dass das sich jedes Mal anders wieder einstellt, oder? Weiß ich nicht. So. Stellt es sich jedes Mal wieder anders ein? Ja, stellt sich jedes okay, Mal wieder anders. Okay, perfekt. Dann kannst du es auch nicht sein. Ich wollte nämlich gerade sagen, sag mir mal das erste Symbol. Weil das ich hat kann nur was mit deinen Sachen zu tun. Weil ich kann meine Symbole ja anklicken. Aber dann kann, also... Ich kann nichts machen. Also ich sehe dann das Symbol in nah für Leute, die sehr blind sind vielleicht. Weil man sieht es auch so eigentlich schon ganz gut. Ich habe so Angst, dass es an mir liegt, Sarah. Ich habe Angst, dass ich irgendwas obvious nicht sehe. Weil okay, beschreib's mir mal nochmal. Ja, also ich habe wie so Löcher, also sehr große Löcher in der Wand, wie so Vorsprünge, kann man vielleicht auch sagen. Wie so, dass man die Särge da so reinschiebt. Genau, und da stehen, dann habe ich 3, in denen Särge drinstehen und 3, in denen keine Särge drinstehen. Okay. Über jedem dieser Dinger ist ein Schild mit einem Symbol. Ja. Und was ist die erste Kombination, die mit den 3 Särgen? Die erste Kombination, wenn ich jetzt von da, wo ich gespawnt bin, ausgehe, Partyfuchs. Also da sind 3 Aussparungen mit 3 Särgen drüber. Wenn ich da, wo ich gespawnt bin, kommt links als erstes eine Aussparung mit Sarg, dann eine Aussparung ohne Sarg, dann muss ich die Treppe runter und dann geht's nach links und nach rechts. Aber haben wir schon mal alle mit Särgen und alle ohne Särge probiert? Ja, das ist ja das Problem, weil das erste, beim ersten Symbol, was du bei der ersten Rolle hast, hab ich ja nur eins. Hab ich ja nur diesen Fahren. Was hast du bei der... Ja, den Fahren hab ich auf Rolle 1. Ja, und das wäre eins ohne Sarg, die Treppe runter links. Warte mal. Sag mir mal, wenn du spawnst, was... In der ersten Aussparung liegt ein Sarg. Genau, und da drüber ist welches Symbol? Der Partyfuchs. Und was ist in der zweiten Aussparung? Ist kein Sarg? Nee, da ist das Quidditch-Durchwerfgerät. Das habe ich auch nicht auf Rolle 1. Verdammt. Geh mal runter, was hast du dann? Ja, dann kann ich nach links und nach rechts gehen. Links? Links habe ich auf der linken Seite das Farren-Symbol und gegenüberliegend die Ballerina mit Penis. Und die Ballerina mit Penis ist über dem... Also da ist ein Sarg drin und bei dem Farren ist kein Sarg drin. Und bei dem dritten? Wenn ich runterkomme, ist links der Sarg, da ist eine Sanduhr und rechts ist kein Sarg, da ist das Haus mit Zöpfen. Okay, also wir können weder das einstellen ohne Särge, wir können nicht das einstellen mit Särge. Ja. Ich dachte erst, das mit den Kerzen ist ein guter Hinweis, aber hier stehen 3 Kerzen. Warte. Hier stehen auch. Es läuft ja. Hier stehen 4 Kerzen. Hier stehen auch 3 Kerzen. Ich habe noch so 2 Uschis, die da, aber da kann ich nichts machen. Hier stehen auch 3 Kerzen. Hier stehen auch. Es
Sag okay. mir mal nochmal die drei Symbole mit Särgen. Ja. Partyfuchs. Ja. Sanduhr. Ballerina. Warte mal. Ich hab die Tür offen. Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe mich eigentlich genug für heute blamiert. Willkommen bei Entertainment, Entertainment, oh Gott, das Entertainment. Das hat euch bestimmt richtig viel Spaß gemacht. Okay, ich bin in einem... Ich dachte, jetzt passiert was, weil die Musik sich geändert hat. Ich bin in einem Raum. In der Mitte ist ein ziemlich verzwicktes Sternensymbol. Sieht so ein bisschen aus wie dieses Satans-Sternsymbol, aber mit viel mehr Ecken. Es sind verschiedene Sternchen. Also ein großer Stern mit vielen Zacken. Links habe ich einen roten Teppich mit Symbolen und rechts habe ich einen blauen Teppich mit Symbolen und gegenüberliegend ist der Ausgang und ansonsten habe ich da noch in der Mitte stehend ein großes Buch auf einem Podest und hier oben beim Ausgang liegt noch ein Buch. Die Tür ist verschlossen natürlich. Dieses zweite Buch kann ich nicht anklicken. Okay, dann interessiert uns dieses Buch anscheinend nicht. Uns interessiert das Buch. Da liegen noch mehr Bücher rum, aber ich glaube, uns interessiert nur das auf dem Podest. Ja, ich habe auch eins auf dem Podest. Aber ich wollte warten, bis du fertig bist. Ja, warte, ich guck einfach mal kurz rum. Ich laufe nämlich hier auch gerade kurz rum und dann würde ich dir kurz, wenn du fertig beschrieben hast, beschreiben, wie es bei mir aussieht. Weil da. Okay. Also, hier sind Symbole. Da sind... Ich kann halt auch nicht schneller laufen. Nee, ey, das fuckt mich richtig ab, dass das so lahm ist, ey. Okay, ich habe eine rote Wand mit Symbolen, ich habe eine blaue Wand mit Symbolen und ich habe ein Buch, in dem ein Brief steht, ein Liebesbrief anscheinend. Oh, das ist aber nett. Soll ich dir den mal kurz vorlesen? Ja, bitte. Dear B, I have never been as happy in my life than the moment I met you and I am honored to receive your love in exchange. I wish I could be with you forever, and the promise of you eternal, of your eternal love is very thrilling, but the sacrifice is too great. I cannot let you get through with this. I cannot let you destroy that strong, pure heart of yours. I hope you would understand the things I've done to keep you from making this big mistake. Jesus. I want you to remember me as I was on that summer night in the Rose Gardens. Rose Gardens. I want you to remember I will always love you and I want you to remember I will always be with you even when I am not in this earthly world anymore. Love you forever. Und dann ist eigentlich mit einem Siegel unterschrieben, ja. Aber da ist so halb abgerissen. Okay, so. Und ich glaube, dass da so viele I's und I's drin sind, ja. Dass es mit dem Text eigentlich nichts zu tun hat. So, ich erzähle dir jetzt was ganz Fantastisches erstmal. Ich bin in einem sehr großen Raum mit sehr vielen Türen, was mir prinzipiell erstmal gute Laune bereitet. ich laufe auf ein Buch zu. Das lese ich dir gleich vor. Da steht nämlich auch was von Love You Forever B. Rechts sind Kerzen abgebildet mit verschiedenen I's drin. Oder römischen Einsen. Kerzen mit verschiedenen I's? Also es sind gezeichnete Kerzen. Skizziert. Und da sind auf den Kerzen als Symbole, wie eine römische 1 aussieht. Oder römische 2. So. Darüber hinaus. Und das ist in dem Buch, oder was? Yes. Und das liegt auf so einem. Auf dem Podest. Stehdings. Darüber hinaus kann ich noch rechts und links Treppen nach oben gehen. Und ich habe rechts einmal einen Banner, also von der Decke hängen, mit einem Symbol. Der aussieht wie ein... Wie du dich einfach schon freust, dass du es beschreibst. Skorpion. Ein stilisierter Skorpion, könnte man sagen. Es sieht vielleicht auch jemand aus wie jemand, der Party macht und Dreieckshüte aufhat. Könnte Deichkind sein, das feiert. Okay. Und auf der anderen... Ich beschreibe es natürlich genauer, wenn es relevant wird. Ja. Und auf der anderen Seite, das ist aber auf einem blauen Wisch Hängdings. Ja. Und auf der anderen Seite hängt ein roter Banner. Und das ist ein ganz wildes Symbol, das ich erst beschreibe, wenn es notwendig wird, weil das ist... Aber es könnte notwendig sein. Ist es eigentlich ein Kreis und oben rechts ist noch ein kleiner Kreis? Also, okay. Es ist symmetrisch. Es ist quasi in der Mitte gespiegelt. Okay. So. Das ist, glaube ich, nicht mein Symbol. Ich fange von unten an. Unten ist ein Kreis mit einem X drin. Also wie wenn man auf dem Wahlzettel wählt. Okay, mein Symbol ist unten halt abgerissen, ne? Ja, gut, ich beschreibe weiter. Von diesem Symbol in der Mitte ausgehend ist ein gerader Strich nach oben. Dann folgt ein Dreieck
Okay, aber es sieht nicht aus wie ein super verschnörkeltes Siegel oder so. Ist es super verschnörkelt? Sind so kleine Schnörkelchen, kleine Blätter oder sowas dran? Nee. Okay, dann ist es. Also es sieht anders. So aus wie die Runen, die wir hatten. Okay. Wenn ich meine, ist so ein kleines. Ja, nee, das hat mit meinem Symbol hier drauf nichts zu tun, aber es wird gleich noch wichtig. Okay. Aber das mit den Eis ist schon mal ganz cool, weil mein Love Letter besteht aus ganz vielen Eis. Okay. Und mein Love Letter steht auf zwei Seiten und das linke hat blaue Symbole, Ornamente drumherum und das rechte rote. Okay. Ich würde dir kurz noch vorlesen, was bei mir steht. Ja. Dear C, my love for you burned with the eternity, oh Gott, ich kann das super schlecht lesen, eternity of a thousand, what, Tant? Weiß ich nicht, was das Wort heißt. Das ist schon mal gut. Ich erkenne auch nicht, was das für ein Buchstabe ist. Okay. Tant, würde ich sagen, also T-U-N-T, aber vielleicht auch nicht. Nee, ist kein T. Was ist das für ein Buchstabe? Kann ich nicht lesen, was ist das für ein Buchstabe? Kann ich nicht lesen. Mach ich auch nicht. Ist das ein L? Nee. Super weird. Ich lese einfach weiter. Your beauty, also ein S. Suns. Ach, Suns. Sonnen. Okay, verstanden. Your beauty shines at bright at the light of the stars and the colorful at the what? Sosa? Roses in your garden. Love you forever be. Ey, sorry, also wir hatten so eine Sauklaue, der sollte vielleicht keine Briefe schreiben. Okay. So, gut. Und dann habe ich eben diese Kerzen. Es sind 1, 2, 3, 4. Es sind 6 Kerzen. Ich beschreibe es dir nur ganz kurz. Auf der ersten ist ein I. Auf der zweiten, im Uhrzeigersinn lese ich jetzt vor, ne? Die sind wie im Uhrzeigersinn angeordnet. Auf der zweiten sind 4 Is. Auf der dritten 2. Auf der vierten 3. Auf der fünften 4. Und auf der sechsten 6. Mhm. So, im Uhrzeigersinn. Mit Farben habe ich aber tatsächlich nichts, außer diese beiden Banner. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier irgendwie... Das Ding ist, dass ich weder meine Banner anklicken kann... Ja, ich gucke auch gerade. ...noch auf meinem Buch irgendwas anklicken kann. Kannst du irgendwas anklicken? Das schaue ich gerade. Hier irgendwie... Moment. Kann ich hier noch irgendwie was? Hier noch irgendwas? Ui. Auch sehr viele Särge, sehr einladend. Moment. Ja, hier kann ich nichts anklicken. Hast du irgendwie Kerzen oder so? Ich habe ein paar Kerzen, die so rumstehen. Kannst warte du die mal, erleuchten? Ich habe meine... Ja, warte, vielleicht. Weil ich kann nämlich tatsächlich... Ja, kann ich. Ich habe in der Mitte diesen Kreis und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 einzelne Kerzen angeordnet und die kann ich wahrscheinlich an- und ausmachen. Okay, warte, dann sage ich dir mal, in welcher... Stell dich... Ach so, ja, in welche Richtung... Naja, ich behaupte, das hier ist bei mir oben. Okay. Vor dir die Kerze. Die Kerze oben? Die hat 4 Is. Ich nehme an, dass wir das, warte mal ganz kurz, ich nehme mal an, dass wir die in der Reihenfolge der Is, dann ist die erste links davon. Also auf 11 Uhr oder so, sag ich jetzt mal. Ja. Hab ich an. Dann die nächste ist auf 3 Uhr oder 2 Uhr eher gesagt. Also von der Kerze aus, wohin? Also wenn du wieder gerade, also wenn links von dir die ein, also wenn du geradeaus wieder auf die obere guck. Genau, dann rechts die davon. Okay. Hab ich an. Dann wieder die rechts davon. Also unten rechts quasi. Genau. Dann wieder die rechts davon. Also unten. Ja. Dann die allererste, auf die du geschaut hast. Ja. Und dann die letzte, die unten bleibt. Geil, meine Banner leuchten. Okay. Oh, meine auch. Und es gibt richtig coole Musik dazu. Das ist alles mega treibend hier. Kann ich hier... Sie leuchten aber nur bei mir. Ich kann nichts tun. Warte mal, ob hier sonst noch irgendwas bei mir passiert ist. Okay, meine Banner leuchten. Was leuchtet denn bei dir? Meine Banner leuchten auch, beziehungsweise das Symbol, das drauf ist, leuchtet. Ist das ein einzelnes Symbol? Es ist ein blaues und ein rotes. Ein blaues und ein rotes. Ja, genau. Aber, also du siehst einfach nur ein Symbol auf jedem Banner. Genau. Das eine ist in einem Viereck und das andere ist in einem Kreis. Okay. Holy, wie beschreibe ich dir das? Hast du auch so ein super wildes? Ich habe so ein super wildes. Naja, meins ist halt nicht nur ein Symbol, aber auf meinem, also guck mal, auf meinem roten Banner sind unten 4 leere Kreise. Okay, kannst du die anklicken? Nein. Das ist schade. Kannst du dein rotes anklicken? Vielleicht, warte mal.
Weil ich dachte nämlich, weil diese Kreise sind bei mir teilweise, Jesus, geblendet, teilweise ausgefüllt und teilweise halt offen. Und ich dachte, du kannst sie vielleicht, dass es genauso aussieht, aber ich kann bei mir hier nichts klicken. Du kannst bei dir gar nichts klicken. Mm-mm. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob hier irgendwie was, vielleicht eine Tür aufgegangen ist oder... Weil ich kann dir quasi das erste von vieren auf dem runden und das auf dem viereckigen, auf diesem Karo zeigen. Bei mir ist blau Karo. Ja, und bei mir alles, auch. Was auf rot ist, ist rund. Bei mir ist blau Karo mit einem Symbol drin. Ja, und da ist bei dir ein einzelnes Symbol, ne? Ja, das sieht aus wie ein Hummer. Ich kann was machen. Okay. Ich glaube, mir wird jetzt quasi... Wie sieht dein rotes, rundes Symbol das aus, schwierig. Was bei rot und rund ist? Das ist sehr schwierig. Können wir erst blau machen? Ja, können wir. Also sorry, rot ist wirklich wild. Jesus. Stell dir ein Strichmännchen vor. Mhm. Also mit einem Kopf in der Mitte. Und da, wo die Arme des Strichmännchens sind, gehen sie wie ein U nach oben. Und obendrauf sind jeweils ein Dreieck. Also es ist quasi ein U mit zwei Dreiecken. Bitte was? Es ist ein U mit zwei Dreiecken. Genau. Das war's schon. Nee. Am Strichmännchen dran, wenn man quasi den Körper nach unten verfolgt, kommt ganz am Ende wie ein kleines Schwänzchen mit einer Murmel dran. Einem kleinen Kreis dran. Ja. Und also es ist quasi so eine Gabel, die unten ein Schwänzchen hat. Ja. Quasi wie ein Dreizack, nur mit zwei Dreiecken. Und ein Zweizack. Ein Zweizack. Und unten ist, weil ich kann quasi so einem Pfad folgen. Genau, ich bin auch noch nicht ganz fertig. Ich brauche vier Teile. Ich versteh's. Okay. Also, ich versteh's. Ich kann von dem Start aus losgehen. Mein Start ist ein waagrechtes Ding, ein waagrechter Strich, der quasi ein Ärmchen nach links oben und ein Ärmchen nach rechts unten hat, richtig? Den gibt's auch, ja. Ja, der ist und auch dann habe ich ein Schwänzchen mit einem Kreis. Ja. Dann habe ich die Gabel mit zwei Dreiecken. Also dieses also U rechts eine und links U, eine. Ich habe ein U mit zwei Dreiecken. Ja, genau. Und was fehlt mir jetzt noch? Er hat einen Kopf. Der hat einen Kopf mit einem Kreis drin? Einfach nur ein leerer Kreis. Ein leerer Kreis? Ja. Okay, wir haben's. Okay. Und auf der anderen Seite, Ich versteh's. Entschuldigung, falls ich aufs Mikro gekommen bin. Auf der anderen Seite geht's bei mir los mit einem Kreis mit einem X drin, wie ein Wahlzeichen. Genau, wie das bei Wahl. Mir ganz unten, ja. Dann habe ich zur Auswahl entweder ein U mit einem senkrechten Strich durch oder ein Symbol, das aussieht wie ein Pfeil nach oben, auf dem oben noch mal was drauf ist. Ja, ich nehme an, es wird der Pfeil nach oben sein. Okay. Hast du rechts und links noch wie ein C? Ja, kann ich auswählen. Ja. Und jetzt habe ich noch die Auswahl. Naja, jetzt habe ich noch mal die Auswahl zwischen dem C mit rechts und links C oder ist oben noch ein U drauf, ja, mit zwei Kreisen. Ja. Geil, wir haben's. Mein Licht brennt. Ja, bei mir sind Symbole. Ich hab, toll, es sind Symbole, endlich. Toll. Uhu. Ich hab, bei mir in der Mitte war so, ein offenes Gartenhäuschen. Aus Stein. Es ist nicht, ja, ist wir fällt gerade nicht ein, wie Stein. Welcher Stein ist es denn? Was? Welcher Stein ist es denn? Grauer Stein. Okay, es ist jetzt kein, es Nein, kein es ist so, Sandstein ich weiß, oder so ein Graphit. Es ist schon ein grauer... Da gibt's auch einen Namen dafür, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. So. Und jetzt ist bei mir auf dem Boden, sind jetzt leuchtende Symbole erschienen. Ja. Im Kreis. Und ein schwarzes Symbol in der Mitte. Mhm. Ist bei dir irgendwas passiert? Ja, ich kann jetzt... Ich habe in der Mitte doch dieses Symbol, da wo auch die Kerzen drumherum stehen. Ja. Und ich habe jetzt quasi... Ah, ich habe am Boden, das seht ihr jetzt wahrscheinlich ganz schlecht, aber ich habe am Boden, ich habe einen kreisrund Steine angeordnet. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ja, und ich habe 8 Symbole. Genau. Und deine 8 Symbole sind wie angeordnet? Kannst du da eine Reihenfolge festmachen? Ja. Ich kann die nämlich anklicken. Okay, dann sage ich dir jetzt mal die Reihenfolge, von der ich denke, dass sie richtig ist, okay? Ja. Christenfisch? Warte, ich muss... Ja? Habe ich. Ein X und wo das X sich trifft, ist umgekehrt ein Dreieck drauf. Ein X? Also... Oder wenn man sich andersrum dreht, sieht es aus wie eine witzige Maske. Sind es zwei Ws aneinander?
Ja, ja. Also es ist quasi in der Mitte. Nee, warte mal, da gibt es nämlich zwei. Es gibt zwei, die so W-mäßig auseinander, aneinander sind. Siehst du da? Ja, beschreib's mir mal nochmal. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie rum du da, wenn du dich in einem bestimmten Winkel da hinstellst, sieht es aus wie so eine witzige Maske, die nach oben und nach unten noch so Striche hat. Okay, es ist quasi eine liegende, eckige Acht mit Strichen genau, mit noch. Genau, ja, perfekt. Habe ich? Gut, dann, warte, mal gucken, ob es was gibt. Eine Sanduhr, aber Achtung, da gibt's auch zwei, die ähnlich aussehen, die wirklich richtig durchgeht. Also zwei, also ein X mit rechts und links noch. Eine richtige Sanduhr. Das andere ist eine Sanduhr, die in der Mitte nichts zusammen hat. Ist, genau. Aber wir brauchen die richtige Sanduhr. Hab ich? Und dann brauchen wir die falsche Sanduhr. So, dann brauchen wir. Das sieht aus wie ein großes X und in der Mitte ist noch ein nicht ganz so großer Strich. Genau. Warte mal, ich habe hier noch was aus. Ich habe keine Ahnung, ob die Reihenfolge stimmt, aber es sieht richtig aus eigentlich. Ja, bei mir geht hier auch so krass epische Feuer-Action ab. Okay. Hab ich? Dann ein gerader Strich nach unten und dann ist so ein. Ein Auge drin. Ja. Und dann dürfte jetzt nur noch eins übrig sein und das ist das große, das Doppel-W. Ja, und jetzt habe ich einen letzten Knopf, den ich vielleicht zum Auslösen drücken kann. Doppel-W und dann müsste noch so ein Blitz sein. Wir haben es geschafft. Ach, geil. Ja, das war der Blitz. War voll einfach. Ja, war mega einfach. Einfach zur Tür raus. Tschüss. Mega. Ja, okay, warte mal. Erstmal gucken, ob bei mir hier wo. Ey, ich habe hier 50 Milliarden Türen. Ist hier irgendwo. Ah, ich habe eine runde. Ich bin in einem runden Treppenhaus. Und ich kann quasi. Also, weißt du, so eine Wendeltreppe. Ja. Und wenn ich da hinlaufe, wo theoretisch es weiter nach unten geht, da steht ein Buch. Oh, holy, ist das eine Scheißschrift. Oh Mann, Sarah, bei mir ist da schon wieder keine Tür. Oder bin ich wieder dumm? Aber da schau dir erstmal deinen Kram an, ich guck mal, ob ich hier ich hab hier einen Hebel, der leuchtet. Ich weiß nicht, ob ich den ziehen Prinzipiell soll. Prinzipiell ist es immer eine gute Idee, in Dungeons leuchtende Hebel zu drücken. Da steht Caution drunter. Dann ist die Idee noch viel Und er blinkt. Da steht Warnung und er blinkt. Sollten wir das drücken? Auch. Ich lese dir einmal vor, was hier steht. Ich habe hier wieder ein Buch. Unten sind jeweils ist ein rotes Siegel. Das sieht nicht aus wie das ursprüngliche, aber es ist ein B, ein verschnörkeltes. Ein rotes, verschnörkeltes B. Mhm. Und hier steht, oh Gott, ich will das nicht alles vorlesen. Du kannst mir auch auf Deutsch übersetzen. Already three of my children have perished. I cannot understand how these unfortunate events keep pester my family. The death of our ill-born youngest. Ah, Charlotte. Charlotte ist, also Charlotte, ich jetzt fass nochmal zusammen. Wenn jetzt so ein Rätsel kommt, die Schwester des Bruders ist 5 Jahre jünger als die, dann Also vielleicht. Charlotte ist unsere, ist unser krank geborenes jüngstes Kind. Fantastisch. Und es ist gestorben. Das ist nicht so fantastisch. Charlotte had such an impact on my dear Leonora, especially so short after the gift of the birth of my second son Philip. Oh, nö. Alter, ich schreibe das. Du hast was zum Aufschreiben. Ja, ey, hau mal, ich schreibe das jetzt auf. Leute, ist mir jetzt egal. Ich lese dir jetzt nochmal von vorne vor. Es wird lang und es wird schmerzhaft. Unangenehm, weil es ist ja auch irgendwie bei mir nichts aufgegangen, glaube ich. Ja, wie heißt die gute Frau? Also wer, das also, gute Kind. Already, nochmal von vorne. Ja. Already three of my children have perished. I cannot understand how these unfortunate events keep pester my family. The death of our ill-born youngest, Charlotte. Ich weiß auch nicht wirklich, wo hier Punkte sind. Sieht aus, als wäre hier auch nach Charlotte ein Punkt. Mhm. Charlotte had such an impact on my dear Leonora. Moment. Especially so short after the gift of the birth of my second son Philip. Okay, warte mal. Impact, wie heißt die gute? Leonora oder Leonora. Leonora. Charlotte und Leonora haben wir jetzt und Philip. Und shortly, aber das ist shortly after das Geschenk von Philip, ne? The death of our ill-born youngest Charlotte had such an impact on my dear Leonora, especially so short after the gift of the birth of my second son Philip. Warte. Ist Leonora die Mutter? Nee. Ach so, das kann natürlich sein, ja. Die. Ja, wahrscheinlich. Ich schreibe mal Mutter in Fragezeichen. Mhm. Also. Ja. Okay, das jüngste Kind Charlotte ist gestorben. Die ist ill geboren worden auch. Die ist ill geboren und ist gestorben worden. Und die ist gestorben worden kurz nach der Geburt des zweiten Sohns Philipp. Charlotte hat such an impact on my. Wir brauchen das wahrscheinlich nachher alles nicht, aber ich glaube schon. So. Especially so short after the gift of the birth of my second son Philipp. Ja.
But maybe it was also a relief. For 3 long years, Leonora kept watch over that small, sickly girl. And every day I saw a piece of her, of that strong, lovely woman I fell in love with. Irgendwas and die. Also ja. Wither and die wahrscheinlich. Und das ist ja 3 Jahre auf die Tochter aufgepasst, ne? Genau, die ist irgendwie 3 Jahre alt geworden. Der second son ist Philip, so. Ja. 2. Absatz von 4. Oh, super geil. It only became worse when Philip became ill with that devil's fire? With that devil? Also er ist mit irgendwas vom Teufel krank geworden, mit irgendeiner Krankheit. Seeing his skin plaster with red bloody blisters was not as hard as seeing one of his psychotic episodes. Till this day he keeps following me in my nightmares. Also er ist tot. Ja, ist auch nicht. Er hat irgendwas. And now my hardship is at its peak since last month my only surviving Erbe Hire, ja. Jan. Ja, ja. Wie, Jan? Jan? Ja. Oder Ian. Ja, scheiß drauf. Er died during that horrendous bloodshed. Leonora does not talk to me anymore. In her grief, she locked herself up in her rooms and only letting our 2 daughters, her lady in waiting and her maids in. Ach so, sie lässt nur die 2 Töchter, her lady in waiting. Was ist denn lady in waiting? Keine Ahnung. And her maids in. Ja. I'm afraid I will lose her forever if she is not letting me in soon. That hurts me even more since I need her at my side. Not only as a king, but as a grieving husband too. Okay. So, to prove to her I cared as deeply for my offspring as she did. I asked the castle architect to build a special relics rooms in our catacomb. Okay. So we can visit and honor our children together. Mm-hmm. I just hope it is not too late to be forgiven. Okay. Die Räume haben mit den Kindern zu tun. Ja. So, und jetzt gehe ich noch, ansonsten ist hier nur dieser Hebel, ich gehe mal noch nach oben und gucke, ob ich da irgendwo weiterkomme oder ob wir bei dir jetzt was mit den Räumen machen müssen. Also, ich habe mir das jetzt erstmal aufgeschrieben und ich habe hier halt 5 Milliarden mehr Türen, ne? Okay. Bei mir, wenn ich die Treppe hochgehe, ist quasi ein Gitter aus Speeren. Mhm. Und an der Wand ist ein Kreuz und quasi. Ach, da kann ich aber noch gar nichts. Ich kann hier nichts anklicken. Ich dachte, ich kann da was mit den Räumen anklicken. Kann ich aber nicht. Okay, es muss irgendwas erstmal mit dir zu tun haben. Oder soll ich den Hebel ziehen? Scheiße, mach mal einen Hebel. Wenn dann jetzt aber was anderes auf dem Buch steht, schreibe ich. Hebel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Da kommt Lava! Ich kann nicht mehr zurück! Ich hab's ja aufgeschrieben. Also bei mir fehlt jetzt ein Teil von. Bei mir fehlt ein Teil der Treppen. Ich komme nicht mehr zurück zum Hebel und zum Buch. Okay. Gut. Und ich weiß nicht, ob hier jetzt immer mehr fehlt, wenn ich da oben drauf rumdrücke, aber eigentlich habe ich da kein Interaktionssymbol gesehen. Hä? Also, weil ich habe hier super viele, mega viele Türen. Aber ich habe auch welche, die ein bisschen anders aussehen. 1, 2. Ey, aber das ist alles nicht so. Also, ich komme nicht mehr zurück. Sag mal, bin ich dumm? Ich weiß, dass ich diese Frage. Also, ich weiß, dass ich eigentlich nicht dumm bin. Aber bei diesem Spiel komme ich mir schon manchmal ein bisschen so vor. Ganz kurzer Hinweis an die Regie: Wir haben keinen Timecode, wann wir in die Werbung gehen sollen. Und ich habe vollkommen Zeit- und Raumgefühl verloren. Ja, ich auch. Allein, weil wir beim ersten Rätsel. Okay, wie viele Räume hast du? Ja, das ist halt scheiße. Also. ich kam hier durch die Tür rein. Ich nehme mal an, durch die Tür, die ich reinkam, zählt der Raum nicht. Und da habe ich schon direkt am Anfang. Wenn du von oben auf deinen Ort drauf guckst, sieht das aus wie ein Kreuz? Ja. Also sind die Räume so ein bisschen angeordnet wie ein Kreuz? Hast du irgendwo einen Kompass? Nee, ich habe nur dieses Gazebo-Ding in der Mitte. Also das hier. Pavillon. Pavillon ist das Wort. Auf Deutsch. Ist da in der Mitte auf dem Boden irgendwas, was wie ein Kompass aussieht? Nee, nur das Symbol, das ich an dessen Hand ich dir die richtige Reihenfolge beschrieben habe. Also das Ding ist, also ich habe halt wirklich super viele Türen. Ich habe
Es sind immer vier Türen, aber es sind eins. Einmal, wenn ich nach rechts gehe, vier Türen. Einmal, wenn ich nach links gehe, vier Türen. Und dann nochmal zweimal vier Türen. Also ich habe fucking viele Türen. Warte mal, nochmal. Du kannst einmal nach links und einmal nach rechts also gehen. Von da, wo du losgehst. Also wenn ich schreibe, also ich bin gespawnt. Ja. Dann stehe ich in einem sehr langen Raum. Geradeaus geht es quasi auf dieses Pavillon-Ding zu. Mhm. Und auch aufs Buch. Wenn ich hier reinkomme, sind direkt links von mir zwei Türen und parallel dazu gegenüber rechts von mir zwei Türen. Okay, dann ist das aber so ein bisschen wie mein Kreuz. Weißt du? Nicht genau, weil wenn ich, warte mal ganz kurz, weil wenn ich weitergehe, habe ich nochmal Treppe runter rechts eine Tür und Treppe runter links eine Tür. Aber die sehen so aus, als wären das die Level weiter Rücktüren. Wenn ich nochmal weitergehe, habe ich wieder links von mir zwei Türen und rechts von, da ist eine Tür auf. Ich schwöre, dass die ganze Zeit offen. Oh Gott, es tut mir leid. Ich hoffe lieber. Ich will da nicht rein. Oh nö, jetzt ist sie hinter mir zu. Bist du jetzt weitergekommen? Ja, ich bin in einem anderen Raum. Tut mir leid. Alles gut. Wie sieht der Raum aus? Also, ich habe hier eine Box. Die steht auf einem Podest. Bei mir tickt übrigens, glaube ich. Ja, bei mir auch. Eine Box steht auf einem Podest. Ja. Mit Speeren außenrum. Noch eine Box. Okay, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 7 Boxen auf Podesten. Ich habe in der Mitte wie so ein Altar und da ist eine Plattform, auf die ich wahrscheinlich diese Podeste stellen kann. Mhm. So. Habe ich hier. Ah, meine Treppen gehen weg, ich sterbe. Also ich habe. Achso, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen. Ich habe Zeit, bis ich sterbe. Okay. Ich habe jetzt aus Versehen was in die Hand genommen. Ich stelle es einfach mal ab. Wahrscheinlich stirbst du jetzt. Ist was passiert? Ja, jetzt geht's auch recht schnell, dass ich sterbe, glaube ich. Hä? Okay. Meine Treppen gehen ja, weg. Ja, Sarah, ich bin tot. Es tut mir leid. Also ich habe hier verschiedene Boxen, die ich nehmen kann. Und da sind. Aber die sehen alle gleich aus. Oder bin ich doof? Ja, die sehen alle gleich aus. Ich raff's nicht. Und da ist auch kein Symbol oben drüber oder so? Das sind einfach wie du Würfel. Du bist in einem Raum, in dem einfach nur Boxen sind. Genau, in dem Raum ist in der Mitte eben ein Altar. Da ist ein Gitter und eine kleine Plattform. Und auf die Plattform würde so ein Würfel passen. So. Dann habe ich ganz viele kleine Würfel, die auf so einem separaten Ständern stehen. So. Das Ding ist, es gibt welche, die haben obendrauf ein Viereck. Dann gibt es welche, die haben ein Dreieck. Ja, ich hab hier Dreiecke und Fünfecke und ja. Vierecke. Okay, habe ich auch. Ich habe ein Kreuz. Also es sind quasi. Ich habe 7 verschiedene. 2, 3, 4, 5. Ich habe ein Kreuz an der Wand, ja. Das aus einzelnen Vierecken besteht. Stell dir vor, oben ein Viereck, dann 3 Vierecke und dann nochmal zwei nach unten. Ja. So, und in meinem obersten ist ein Kompass, der nach links eine rote Nadel hat. Mhm. In der Mitte drunter ist ein Fünfeck, links und rechts sind 2 Dreiecke und jetzt bin ich tot. Okay, gut. Naja gut, da sind wir ja schon mal nah dran, dann muss ich wahrscheinlich Retry vom Checkpoint. Ja. Dann muss ich wahrscheinlich in der Reihenfolge die Dinger hinlegen oder so. Okay, sorry, das habe ich irgendwie nicht. Ich habe die offene Tür nicht gesehen, das ist ja saudumm. Oh nö. Was war denn der Checkpoint? Na, ich bin wieder da, wo ich bin wieder bei meinem Runden in meiner Lava-Todesfalle. Hast du schon den Knopf gedrückt? Ah, die Tür ging erst auf, als du den Knopf gedrückt hast, den Hebel betätigt. Ich habe den Hebel aber nicht betätigt. Soll ich den Hebel nochmal? Nee, deswegen habe ich auch keine offene Tür. Ich habe jetzt mal auf den Hebel gedrückt. Okay, dann muss ich vielleicht die offene Tür suchen. Ist es jetzt diesmal eine andere? Hey, Ich habe dieses Mal jetzt den Hebel betätigt, aber ich habe es vorhin nicht gemacht. Hast du es nicht gemacht? Nein. Ach so. Aber jetzt geht bei mir die Lava-Action wieder los. Ja, okay. Und ich suche eine offene Tür und finde keine. Kannst du noch irgendwie was drücken oder so? Nee. Ah, nee, hier ist eine offene Tür. Sorry. Die war nur bei mir ganz hinten. So, okay. Okay, bei mir ist wieder das Kreuz. Ja, dieses genau. Mal ist oben ein Dreieck, das eine Spitze nach links zeigt. Okay. Drunter genau das gleiche Symbol. Dreieck, das mit der Spitze nach links zeigt. Auf der linken Seite davon ist mein Kompass, der mit der Spitze nach links zeigt. Rechts ist ein Fünfeck, unten ist ein Fünfeck und ganz drunter ist nochmal ein Viereck. Okay, das bringt mir original. Ich hab halt. Aber du musst. Es muss irgendwas damit die rein. Also, weil ich hab links von mir, also wenn ich quasi geradeaus drauf schaue, hab ich rechts an der Wand 2 Würfel,
vor mir drei und dann links nochmal zwei. Aber es muss doch irgendwo dieses Kompass-Symbol geben, oder nicht? Bin ich bescheuert? Nee, ich habe keinen Kompass. Ich habe nur diese... Habe ich nicht. Auf jedem Würfel ist ein Symbol drauf. Genau. Kannst du die Würfel irgendwie drehen? Nee, ich kann die nehmen. Aber dann habe ich die in der Hand. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel rechts... Das erste hat ein Viereck, dann das nächste hat ein Dreieck, dann hat es ein Viereck, Fünfeck, Dreieck, Fünfeck. Hey, warte mal. Dreieck. Wenn ich von rechts nach links gegangen bin. Auf jedem Würfel ist nur ein Symbol drauf, richtig? Genau. Wenn ich jetzt links unten anfange, fängt es an mit einem Dreieck. Danach kommt ein Fünfeck, danach kommt ein Dreieck, danach kommt ein Fünfeck, Viereck, Dreieck, Viereck. Ich habe gerade in den Chat geguckt und da steht was, was mega hilfreich ist, glaube ich. Okay. Ich sterbe jetzt nochmal, aber wenn du überlegst, dass mein aufgeklapptes Kreuz, wenn das mein Kreuz mit den ganzen Symbolen drauf, ja, wenn du das zusammenklappst, hast du einen Würfel. Oh wie nein, damals in Geometrie. Nicht so eine Scheiße. Wie damals in Mathe, weißt du, dass das, ja, das ist dieses Symbol, wenn du diese Seiten auseinanderlegst. Und genau so habe ich quasi einen auseinandergeklappten Würfel da liegen. Ja. Auf dem halt mehrere. Und du kannst du deine Symbole irgendwie nehmen und auf einen Würfel packen? Nee. Also ich habe ja, sieben verschiedene Würfel. Danke, Chat. Ich habe ja sieben verschiedene Würfel und jetzt zum Beispiel auf dem ersten ist ein Dreieck drauf, oben, auf dem zweiten ist ein Fünfeck drauf, auf dem dritten ist ein Dreieck drauf, dann wieder ein Fünfeck, dann ein Viereck. Aber wir müssen es halt irgendwie auf einen Würfel. Dann ein Dreieck. Du musst es irgendwie auf einen Würfel kriegen. Ich nehme jetzt einfach mal einen runter, wir haben ja Zeit, ne? Ja, ich bin jetzt tot wieder. Also das Ding, ich kann den dann auch nicht angucken oder drehen. Oder kann ich... Ah doch, ich kann ihn drehen. Ah, fuck, ich bin dumm, Sarah. Ich bin schuld. Ciao. Ja, okay, ich spring runter. Juhu. Okay, sorry. Du musst den Würfel so zusammenlegen. Ich habe nicht gecheckt, dass ich es drehen kann. Ich bin dumm. I'm sorry, das war ich jetzt. Alles gut. Das war zu 100%ig. Bis wir da drauf gekommen wären, dass das ein auseinandergeklappter, ja, Würfel ist. Danke, Chat. Genau. Also ich habe quasi, ich nehme den Würfel hoch und habe auf jeder Seite ein anderes Symbol. So. Das meine ich doch. Ja, das habe ich nicht gecheckt, weil ich nicht gecheckt habe, dass ich ihn drehen kann. Weil ich dumm bin. Okay, also. Hast du Hebel gedrückt? Der muss bei mir nicht gedrückt werden. Also ich bin jetzt einfach nur hochgelaufen und die Treppen hinter mir fangen schon wieder auf. Okay, ich muss wieder die offene Tür. Ah, hier ist die offene Tür. Ich kann leider nicht schneller laufen. Alles gut. Okay. So. Gut. Also. Ist egal, auf welcher Seite wir anfangen von dem Würfel. Oder weil da ist halt dieses Kompass-Symbol drauf. Und ich kann mir immer noch vorstellen, dass das bei mir in eine gewisse Richtung zeigen muss. Bei mir ist halt immer, ja, dass man weiß, wie man es zusammenfaltet halt. Also ich müsste als erstes schon mal wissen, was quasi, wenn man den Würfel so zusammenfaltet, was dann oben drauf ist. Wie zusammenfaltet? So, weiß ich nicht. Ich kann mir das so schlecht vorstellen bei dir. Ist es dann einfach wie wenn man einen Pappwürfel, so, also wenn man früher einen Würfel ausgeschnitten hat? Genau, du hast die quasi, wenn du es, du malst es auf, dann kannst du es ausschneiden und dann kannst du es an den Ecken knicken und dann hast du einen Würfel zusammen. So liegt es da. Okay, dann müsste ich halt wissen, welches Symbol in der Mitte vom Kreuz ist quasi, glaube ich. Okay, in der Mitte vom Kreuz ist ein Dreieck. Okay. Okay, ey, ich hasse das. Warte mal. So. Ist jetzt rechts vom Dreieck ein Viereck. Ein Fünfeck. Rechts von meinem Dreieck? Ja. Da, wo die Dreieckspitze auch hinzeigt, ne? Ja. Da ist ein Fünfeck. Ist links davon auch ein Fünfeck? Nee, da ist ein Viereck. Okay. Ich habe Dreieck, meinst du? Ja. Ich habe gerade übrigens den Kompass gefunden. Der ist auch auf dem Würfel drauf. Ich bin dumm. Gott. Gott sei Dank. Tut mir leid. Alles gut. Ich kann mir nicht vorstellen, wo bei dir der Kompass ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Der Kompass ist auch auf einer Würfelseite. Okay, und der Kompass, was ist über dem Kompass? Da, wo der Kompass mit der Nadel hinzeigt, ja, ist ein Dreieck. Okay. Aber die Dreieckspitze zeigt nicht dahin, wo der Würfel, okay, ist. Was ist links vom Kompass? Ein Viereck? Nee, oh Gott, jetzt muss ich ihn zusammenbauen. Wenn ich den Kompass zusammenbaue, ist links davon ein Viereck, ja. Oh Gott, warte mal, sorry, das ist echt... ist rechts davon ein Fünfeck? Ja. Okay, weißt du was? Ich probiere den jetzt einfach aus. Was machst du mit dem? In die Mitte stellen? Ich stelle in die Mitte. Ja.
Okay, es ist offen. Aber wahrscheinlich machen wir das jetzt noch ein paar Mal. Oh nein. Ja, ich sehe das nächste. Diese Scheiße. Ich sehe das nächste. Ja, ich muss erst mal ins nächste Zimmer finden. Oh Gott, die Musik macht mich... Okay, aber wir haben es raus, wir haben es raus, wir haben es raus. Wir wissen, wie es funktioniert. Okay. Welches Symbol ist über dem Kompass? Da, wo die Kompassnadel hin zeigt, ist ein Dreieck. Ja. Rechts, links davon ein Fünfeck? Von der Kompassnadel? Ja, also... Ist auch ein Dreieck. Okay, ist der nicht. Also gegenüberliegend von dem Dreieck ist ein anderes Dreieck. So nicht. Okay, das... Okay, irgendwie dann ist es anders als beim letzten Mal. Ups, oder? Weil, kann ich denn ein scheiß Ding hier droppen? Sicher? Also links von der Kompass... Also die Kompassnadel zeigt ja nach oben. Und dann das Symbol links davon. Ist auch ein Dreieck. Nee. Achso. Wenn die Kompassnadel nach oben zeigt, ist links vom Kompass ein Fünfeck. Genau. Ist rechts auch ein Fünfeck. Warte. Ja. Okay. Ich hab... Ich nehm's jetzt einfach, weil wir wenig Zeit haben, ne? Ich liebe Mathe. Ein bisschen Zeit. Ja, ich so viel, nee, wenig Zeit. Okay, ja, ist offen. Ja. Ey, ich hasse die. Ich hasse okay, noch mehr. Eine. Noch eine. Ja, ich muss erstmal die offene Tür wiederfinden. Ah ja. Okay, sag schon mal, was über der Kompassnadel ist, bitte. Da, wo die Kompassnadel hinzeigt, ist ein Dreieck. Okay. Nee, warte. Da, wo die Kompassnadel hinzeigt, ist ein Fünfeck. Okay, ist links davon, von der Kompassnadel, nicht wo sie hinzeigt, sondern links von der Kompassnadel, ein Viereck. Links von der Kompassnadel ist ein Viereck. Ist rechts davon ein Dreieck? Nee, ein Fünfeck. Okay. Unten ist ein Dreieck. Ja, hab's. Hast du schon einen? Ja. Ja, ist offen. Geil, danke. Oh, noch eins? Ah, nee. Oh. Nee, ich bin durch. Oh, Gott. Ey, ich bin so froh, dass du das hattest. Ich bin eine absolute Niete in räumlichen Denken. Das hätte ich nicht geschafft, echt nicht. Ich kann sowas nicht. Ich hatte auch in wir Geometrie immer eine 5. Wir sind gut. Ich bin in einem großen Raum. Wie bist du? Bist du irgendwo weitergekommen? Ich konnte jetzt endlich weitergehen, ja. Ich bin in einem großen Raum, da sind so Lavapfützen und das Einzige, was ich gerade sehe, ist, dass in der Mitte ein Schiffslenkrad, wie heißen die denn? Oh Gott, Sarah. Steuerrad. Steuerrad, ja. Das ist wirklich so. Beschreibe Dinge. Das Spiel macht einen aber auch dumm. Das macht einen wirklich dumm. Eigentlich bin ich nicht so dumm. Okay, da ist ein Steuerrad und wenn ich zu der Tür... Irgendjemand bei lacht mir hat hier. Jemand gelacht. Bei dir oder bei mir? Bei mir. Sarah, mein Raum wird enger. Oh Gott. Okay, warte, ich kann ins Steuerrad. Mein Steuerrad dreht sich. Vielleicht kann ich was ändern. Vielleicht kann ich es aufhören. Warte. Ich habe hier vier Ritter. Ja, es kommt zurück. Es ist weg. Okay. So, Moment. Okay, ich muss immer wieder zum Steuerrad rennen, um es zu retten. Quasi. Okay, ganz kurz. Ich habe vier Ritter. Über jedem Ritter ist ein anderes Tier. Ich auch. Okay, ich stehe auf einem Boden, der aussieht, als wäre es eine Falle und würde aufgehen. Mhm. So, warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz gucken. Ich habe einen Ritter mit Schild. Ich habe einen Ritter mit Messer. Mit Schwert. Mit Messer. Ein Ritter mit Schild, ein Ritter mit Schwert. Ein Ritter mit so einem Hackebeil. Ja. Und ein Ritter mit noch so einem Hackebeil. Okay. So. Es sieht aus, als könnte der eine noch was in die Hand kriegen. Okay, warte mal. Ich muss einmal kurz wegrennen. Schrei, wenn es eng wird. Ja, okay. Ich habe vier Ritter. Okay. Bei meinem linken Ritter ist ein Tier, das mit Pfeilen erschossen wurde. Ja, ein Hirsch? Ja. Okay, der hat bei mir das Schwert in der linken Hand und die Morgenstern, nicht kein richtiger Morgenstern, so eine Keule mit Stacheln. Oh Gott, ich muss das alles holen. Das steht Du alles. Musst bitte mal, es ist noch ein bisschen Zeit, es ist noch nicht ganz bei der Hälfte vom Raum. Aber okay, was braucht der Ritter mit dem Hirsch? Der mit dem Hirsch braucht links ein Schwert und rechts so hier so eine Keule mit Stacheln. Keine Ahnung, ey. Ist kein Morgenstern, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Links ein Schwert. Ich muss das jetzt alles dahin tragen. Ja, die Wand kommt immer näher, ist kein Problem. Ja, warte.
Geht sie jetzt wieder weg? Ja, sie ist wieder zurückgefahren. Warte mal, ich habe noch nicht ganz raus, wie weit die dann wirklich zurückfährt, ob die dann... Ja, also es war jetzt noch nicht super eng. Okay. Also links das Schwert. Rechts die Keule, keine Ahnung, wie das heißt, ey, Leute. Streitkolben, ja, okay, danke, Champ, sorry. Das heißt Streitkolben. Ja, ich kann mir unter dem Streitkolben ungefähr so viel vorstellen. Aber ich habe gedacht, ich beschreibe es dir so, dass du es verstehst. Weil ich jetzt Streitkolben vielleicht nicht verstanden habe. Okay, wie sieht das aus? Wie eine Keule? Wie eine Keule mit Nieten dran. Mit Nieten dran, ja. Habe ich? Ja, und jetzt kommt in die rechte Hand. Dann ja, es dauert einfach. Ja, die Wand kommt immer näher. Ja, ja. Ist jetzt bald bei der Hälfte, aber es macht dir keinen Stress. Geht's jetzt wieder zurück? Gerne. Ja. So, was hat... Also, der hat links ein Schwert und rechts einen Streitkolben. Ja. Dann habe ich einen Adler mit einem Priester. Ja, genau. Der hat so ein sehr großes Schild, das aussieht wie ein Zahnrad. In der linken Hand. Und in der rechten nix. Ja. Ein links ein Schild, das aussieht wie ein Zahnrad. Ja. Warte. Ein Schild, das aussieht wie ein Zahnrad. Ja. Und wenn du vor dem stehst, hat er es links in der Hand, ne? Ja, ja. Ich würde mal sagen, das ist das Schild, das aussieht wie ein Zahnrad. Also es hat so, aus, so Ecken drin quasi. Ja, ja, weil ich habe mehrere Schilder. Ja, so. Scheiße, hast du auch mehrere Schwerter? Ja, vielleicht. Sehen die gleich aus? Weiß ich noch nicht. In seiner linken Hand, wenn ich davor stehe. Achso, wenn du vor ihm stehst, in der linken Hand, ja, genau. Achso, das hätte ich beim anderen vielleicht auch. Habe ich mein Schwert jetzt verloren? Mein Schild verloren? Wo ist mein Schild hin? Ich hätte vielleicht sagen, also immer mit Blick auf dem, nicht von ihm ausgerichtet, ne? Also, ja, ja, er hat in seiner rechten Hand mit Blick, aber auf in seiner linken. Ja. Das hätte ich vielleicht nicht dazu sagen sollen. Warum hängt das Schild da jetzt wieder? Ich wollte es dem geben, warte. Ja. So, jetzt habe ich's. Also, er hat es in seiner rechten Hand, wenn du auf ihn schaust, in der linken. Als nächstes kommt... warte, ich will erst... Ja, bitte, dann einmal kurz zurückkurbeln gerne. Wollen wir gleich nochmal checken, ob du das beim anderen, dass wir das richtig verstanden haben. Der hat es nämlich... Das Schwert hält er in seiner rechten Hand, nur von mir aus gesehen links. Der andere mit dem... Warte. Bei mir geht gerade irgendwie Musik... Bei mir ging auch gerade schneller Musik los. Aber jetzt also, der hat dem einen Ritter seine Augen leuchten jetzt rot. Okay, der andere nicht. Vielleicht haben wir es da verkehrt rum. Der hält... also in seiner rechten Hand hält er das Schwert, nur von mir aus gesehen, was halt nicht. Ja, habe ich. Okay. Und in seiner linken diese Axt. Okay, und wenn es dieses Ding mit den Genau, Spitzen. Und gibt es unterschiedliche Schwerter, das ist so ein schmales. Aber wir können auch erstmal die anderen machen. Wir machen jetzt erstmal die anderen. Was ist das dritte Symbol? Bei mir ist das dritte Symbol. Oh, das geht jetzt schneller, glaube ich. Ja, die Wand kommt auch jetzt schon wieder. Ich habe einmal noch so ein. Ich habe. Es hat auf jeden Fall ein Schwert in der Hand und es sieht aus wie ein Marder oder so. Ja, genau. Da hält der Ritter in seiner, von ihm aus gesehen, linken Hand so eine helle Bade, also so ein Hackebeil. Warte, hat es irgendwie unterschiedliche, weil ich habe ja auch einen anderen mit einer hellen Bade. Helle Bade. Und die hat, die sind ja auch noch unterschiedlich. Und die hat hinten zwei Schwänze. Also die hat, es gibt nämlich zwei verschiedene helle Baden. Der eine hat nur hinten so ein Hackding und der andere hat zwei Hackdinger. Okay, ich habe jetzt eine, die hat auf der einen Seite... Zwei Enden. Es gibt eine, die hat auf der einen Seite nur ein Ende quasi. Und eine, die hat zwei Enden. Okay, ich habe eine, die hat auf der einen Seite eine große. Wir haben vier verschiedene Schwerter. Fucking. Ja, Entschuldigung. Ich habe mich heute sehr zurückgehalten. Ich weiß. Alles gut. Dann machen wir doch erst den. Ja. Okay, warte mal. Das Wildschwein. Ich habe die helle Bade mit zwei Enden auf der einen Seite. Genau. In seiner. Welchen? Linken Hand, in seiner linken Hand. Wenn du auf ihn schaust, rechts. Er hat jetzt auch rote Augen. Okay, dann steht bei dem Eis bei einem das Schwert falsch. Okay, dann, wenn du willst, kannst du erst bei dem Storch noch die andere helle Bade machen. Mhm. Und zwar ist es eine, die hält er in seiner rechten Hand und die hat nur ein Ende auf der einen Seite. Nur ein so ein Hackding. Ich such die noch. Ja. Oh Gott, es gibt 100 verschiedene Schwerter und verschiedene. Drei. Also ja, also die helle Badeseite und dann hat auf der anderen Seite halt so ein Hackding. Also nur ein Hackding. Wo der gerade zwei Hackdinger hat, hat die nur eins. Die hat eins? Ja. Und die Seite mit der großen Klinge, das sind so drei. Das ist quasi in drei Dinger genau. verteilt. Genau, und das hält er in seiner rechten Hand. In seiner rechten Hand. In seiner rechten Hand. Komm, das schaffen wir jetzt noch, das Spiel, das Level wenigstens. Ist es jetzt schon vorbei? Haben wir keine Werbung gemacht oder geht es jetzt bis Ende? Ich glaube, wir sind ja schon durch. Krass. Ja,
Dann müssen wir nur bei dem anderen Ritter das nochmal abchecken. Okay, wir haben jetzt noch der mit seinem Kolben mit den Spitzen drauf. Da habe ich auch zwei verschiedene. Das sind schon richtig krasse Spitzen, oder? Es ist nur so ein schmaler. Es ist nur ein relativ schmaler Kolben. Und es sehen aus wie Nieten von einem Nietengürtel. Früher. Aber es sind nicht. Okay, die sind nicht so krass, ne? Nee, es ist eher so Nietengürtel-Nieten, würde ich sagen. Okay, dann habe ich da den falschen. Warte. Okay. Und Schwert. Warte. Oh Gott, ich muss. Achso, ja, genau, das Ding kann. Warte, ich muss erst das einsetzen. Ich muss dich erstmal zurückdrehen. Wo habe ich das eben liegen sehen? Das lag doch hier irgendwo. Da. Okay, das ist ein ziemlich kleiner Kolben. Der hat auch nur auf jeder Seite eine Reihe mit vier Nieten. Genau, richtig, ja. Okay, das war auf jeden Fall schon mal da der falsche. Okay, ich wusste nicht, dass das. Alles gut. Und jetzt können wir gucken, ob es zufällig das richtige Schwert war. Das hält er in der linken Hand. In seiner linken Hand. Von mir aus. Okay, aber das Schwert ist auch falsch. Okay, das Schwert ist so ein normales Schwert. Das ist einfach so ein normales, schmales Schwert. Ich weiß ja nicht, wie die anderen aussehen. Ist es symmetrisch, die Klingen? Ja. Es ist unten. Unten ein wenig dicker und wird dann leicht. Geht ein bisschen. Schmal. Es hat nicht noch so extra zwei Nupsis dran. Nee. Ist jetzt einfach was. Glaube ich, also keinen. Also. Es ist ein schon recht stattliches, langes Schwert. Ja. Es ist unten ganz klein wenig breiter und läuft dann schmaler zusammen. Mhm. Probier's jetzt mal damit. Ja. Wo ist noch? Das schaffen wir noch. Und das hält er in seiner rechten Hand. Oh, der leuchten bei mir jetzt auch die Augen. So, leuchten. Ah, bei meiner Hellebarde ganz rechts leuchten die Augen nicht. Okay, mach mal weg. Bei dem Storch. Mir kommt die Tür entgegen. Ja, warte, ich komme. Also es ist noch ewig weit weg, aber ich kriege irgendwie immer Panik. Okay, der Storch. Die Hellebarde hält er in seiner rechten Hand, von mir aus gesehen links. Richtig. In seiner rechten Hand? Ja. Warte. Jetzt ist sie despawned. Ah! Es ist aber nur die mit einem Schwanz. Hä, mit einem Schwanz? Die du. Wahrscheinlich war die. Weiß ich nicht. Also in seiner. Ja, er hält in seiner rechten Hand die Hellebarde, die hinten nur eine so eine scharfe Kante hat. Und auf der anderen Seite halt, ja. Auf der anderen. Also links ist es größer, als es rechts ist. Ja, je nachdem, wie rum du es hältst. Gib dem Debbie einfach mal in die rechte Hand, bitte. Hatte ich doch. Oder? Also in seine rechte. Von mir aus gesehen links. Warte. In seine Rechte nochmal, sorry. Ja, wenn du vor ihm stehst, in die Linke. Warum habe ich das dumme Ding jetzt nicht mehr? Entschuldigung. In seine Linke. Nee, er hält sie in der Rechten. Von mir aus gesehen. Ja. Okay, die Tür ist auf. Es war gar nicht schwierig. Checkpoint! Okay, oh, ich bin in einem Minuten. Raum, in dem ein Haus steht. Das sieht aus wie ein Hexenhaus. Wollen und auf wir dem noch? Boden sieht schon wieder so aus, als wären da, könnten das Bikes rauskommen. Ja. Ich will da gleich drauf treffen. Sarah, wir haben nur noch nicht mehr so lang. Fangen wir das jetzt noch an? Also, wir haben noch 1 Minute 40. Sind wir uns da sicher? Also, für wie realistisch ist es, dass wir ein Rätsel in 1 Minute 40 schaffen, ist die andere Frage. Ich habe einen roten Hebel. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich drück den einfach mal, ne? Also gut, ich würde doch sagen, aber... dass wir ganz schön Progress gemacht haben. Ja, ich auch so. Es war ein schwieriger Start. Aua. Aber? Also am wichtigsten fand ich eigentlich, dass ich mir diese ganze Scheiße hier aufgeschrieben habe, die komplett irrelevant ist. Und das war gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Für kann ich mir heute Abend mal durchlesen, wenn die langweilig ist. Du kannst eine neue Geschichte draus schreiben. Ja, toll, was eigentlich mit Hans, dem vierten Sohn vom dritten König, passiert. Ja, also kannst du uns wenn mal erzählen? Deine Kinder, also ja, weiß ich auch nicht. Da ist auch nicht was schiefgelaufen. Ja. Freunde, sagt uns doch mal in den Kommentaren, ob ihr einen dritten Teil dieses wundervollen Let's Plays sehen wollt. Ich glaube, wir haben weiterhin Bock. Müssen nur gucken, wann wir das hinkriegen. Ich muss erstmal durchatmen. Jedes Mal, wenn wir hier versucht haben, das durchzuziehen, muss ich erstmal durchatmen. Das machen wir jetzt. Ihr guckt euch das restliche Programm bei RBTV heute an. Und damit würde ich sagen. Hast du das Schlusswort? Oh nee, oh Sarah, ey, das ist so gemein, ey. Ja, tschüss. Macht's gut.